Moin Leute, Trimax hier. In dieser Episode geht es darum, wie man den Schweinereiter richtig einsetzt und mit welchem kleinen, aber wichtigen Trick die Profis den Schweinereiter richtig einsetzen. Der Schweinereiter gehört zu den stärksten Karten in der Offensive überhaupt. Allerdings kann man den Schweinereiter relativ leicht kontern. Generell ist es ja schlecht, den Schweinereiter alleine einzusetzen. Man muss ihm am besten mit Kobolden, Skeletons, Spear-Goblins, mit irgendeiner kleinen Einheit zusätzlich unterstützen. Und man sollte auf der Hand einen Zap, einen Freeze, einen Fireball, einen Poison-Spell, irgendwas sollte man auf der Hand haben, um den Schweinereiter im Notfall zu unterstützen. Wenn jetzt aber der Gegner eine Kanone platziert, wie hier, dann ist es egal, wie ihr den Schweinereiter einsetzt, der Schweinereiter rennt zur Kanone. Ich setze jetzt hier mal ganz kurz die Schweinereiter auf beiden Seiten an. Ihr seht hier, egal wo ich die Schweinereiter hinsetze, sie laufen erst in die Mitte. Man nennt diese Mitte die Killzone. Auf die verschiedenen Zonen werde ich später noch drauf zurückkommen. Der Schweinereiter auf Level 7, ihr seht hier, der linke Schweinereiter, der würde jetzt im Idealfall von, wenn ich nicht zwei Schweinereiter eingesetzt hätte, dann würde dieser von der Kanone angegriffen werden und von beiden Türmen. Also deswegen heißt das die Killzone, weil alles, was dahin läuft, zwischen zwei Türmen steht, stirbt relativ schnell. Und jetzt kommen wir zu dem Trick. Ich selber nenne ihn den Hawk Offroad Jump oder einfach nur Offroad Jump. Ihr werdet es gleich sehen. Ich werde ihn jetzt erstmal euch einmal nur zeigen in langsamer Geschwindigkeit und später werde ich dann des Weiteren erklären. Ich setze den Schweinereiter ein und in derselben Sekunde setze ich zusätzlich die Kobolde ein. Ihr habt es gesehen, ich habe fast beides gleichzeitig eingesetzt. Das mache ich mit der Quick Drop Methode. Wie das funktioniert, da werde ich irgendwann auch nochmal ein Video zu machen. Auf jeden Fall, ich setze die beiden Einheiten gleichzeitig ein. Und jetzt müsst ihr genau hingucken. Während ich die Kobolde einsetze, oder ich glaube, es ist schon passiert, wird der Schweinereiter einen Millimeter oder nur ein ganz, ganz kleines Stückchen nach rechts verschoben. Und dadurch, jetzt schaut genau hin, springt der Schweinereiter außerhalb, also Offroad, neben der Brücke, das was eigentlich überhaupt nicht vorher vorgesehen ist, für den Schweinereiter, springt über die Brücke und greift jetzt nicht die Kanone ein, sondern geht direkt auf den Turm. Auch die Kobolde helfen dabei, also ein extremst heftiger Vorteil. Eigentlich hätte der Schweinereiter nur die Kanone angegriffen und das wäre mega schlecht gewesen, aber jetzt kommt der Schweinereiter hier easy durch, auch noch mit Hilfe der Kobolde und der Tower würde jetzt in diesem Fall zerstört werden. Die Profis oder die Top 200 der Welt, da setzen fast alle diesen Trick ein, wenn sie den Schweinereiter platzieren oder haben ihn zumindest im Hinterkopf. Oftmals lohnt es sich auch gar nicht, den einzusetzen, wenn der Gegner zum Beispiel gerade keine Kanone am Start hat. Aber in manchen Situationen kann das echt schon spielgewinnend sein. Ihr habt jetzt aber einmal gesehen, was das Ganze ist. Wie das funktioniert, da komme ich dann jetzt im Weiteren drauf. Damit das Ganze funktioniert, muss die Kanone auf der richtigen Seite sein. Die Kanone ist ja drei Felder groß und jetzt seht ihr das hier. Die Kanone ist ein Feld weiter links als die Mitte sozusagen. Ich hätte jetzt, der rechte Tower ist zwar schon down, aber ich hätte jetzt den rechten Tower mit einem PG-Push angreifen können. Jetzt steht allerdings die Kanone auf der halb links, nenne ich jetzt mal die Seite, halb links. Und jetzt versuche ich einen Piggy-Push auf der linken Seite. Dies gelingt allerdings nicht. Das funktioniert nur, wenn die Kanone auf der richtigen Position steht. Der Schweinereiter springt zwar über die Brücke, greift aber die Kanone an. Die Kanone müsste jetzt genau ein Feld weiter rechts sein. Ein Feld weiter rechts und der Piggy-Push, der Hawk Rider Offroad Jump oder wie ihr ihn auch nennen wollt, hätte funktioniert. Ja, hier seht ihr das, was das für einen riesigen Unterschied ausmacht. Der Schweinereiter ist jetzt fast tot, kommt gleich beim Turm an und dann war es das auch schon. Also ein sehr sinnvoller Trick auf jeden Fall. Ich habe es eben schon mal angesprochen. Ich habe die Killzone angesprochen. Das ist die Position, wo die Kanone steht und von beiden, und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Prinzen, einen Riesen, Schweinereiter, irgendwas einsetze und der dieses Gebäude, diese Kanone angreift, dass er dann von beiden Türmen angegriffen wird. Es gibt noch drei weitere Zonen, die stelle ich euch kurz vor. Das hilft euch einfach dabei, um diesen Schweinereiter-Trick besser verstehen zu können. So, eben habt ihr ja schon die Killzone gesehen. Das ist jetzt, was wir hier gerade haben, die, was habe ich es genannt? Die vordere Fail-Zone, weil ich habe das Fail-Zone genannt, weil es einfach keinen Sinn macht, die Kanone dorthin zu platzieren in der Regel in der Verteidigung. Sie ist viel zu weit vorne, ihr seht das jetzt hier.
Ich kann da zum Beispiel einfach einen Schweinereiter einsetzen, Speargoblins dahinter. Beide Türme greifen den Schweinereiter nicht an. Die Speargoblins und den Schweinereiter hauen die Kanone sofort kaputt. Das bringt nichts. Deswegen auch Failzone, die Kanone dahin zu packen, ist wirklich schlecht. So, das wäre die ideale Position. Die Killzone, die ist nicht nur da. Man hätte die Kanone jetzt auch noch ein Feld weiter nach hinten setzen können. Ein Feld weiter nach vorne, ein Feld weiter nach links. Also die Killzone ist schon ein bisschen größer. Ihr seht es jetzt hier nochmal. Ich setze zwei Schweinereiter ein und kein Schweinereiter schafft es, an den Turm durchzukommen. Und sie werden beide von beiden Türmen angegriffen. Also das ist die beste Position, um eine Kanone zu platzieren in der Regel. Es gibt die vordere Failzone. Natürlich gibt es auch die hintere Failzone. Jetzt wird hier die Kanone ein Feld zu weit nach hinten platziert. Der Schweinereiter kann einfach durchlaufen, wird überhaupt nicht von der Kanone distracted. Die Kobolde können den Turm angreifen, der Schweinereiter kann den Turm angreifen. Die Kanone bringt fast gar nichts. Klar, sie dealt jetzt hier noch Damage, aber sie lenkt die Truppen nicht um. Also auch eine Failzone auf jeden Fall. Und neben der hinteren und der vorderen Failzone gibt es auch noch die seitliche Failzone. Das sind dann so die drei Zonen, also hintere, vordere und seitliche Failzone, wo es sich nicht lohnt, den Offroad-Jump mit dem Schweinereiter durchzuführen. Ihr seht jetzt hier, ich kann jetzt einfach den Schweinereiter auf der linken Seite einsetzen und auch der wird die Kanone einfach nicht angreifen. Da würde sich dieser Offroad-Jump auch nicht lohnen. Ganz einfach wieder an den Turm rangekommen. Das sind so die drei Fail-Zonen. Da braucht ihr den Trick nicht anwenden, nur wenn der Gegner clever spielt und die Killzone ausnutzt. Er muss es nicht nur mit der Kanone machen, er kann es mit allen möglichen Gebäuden machen. Mit der Elixierpumpe, Tombstone, Kanone, Inferno-Turm, Bombenturm, irgendwelchen Hütten. Er kann da alles hintun, was er will, in die Killzone. Ist immer eine clevere Sache, weil das dann die Truppen einfach ja, sicher umleitet in der Verteidigung. Okay, kommen wir nun zu den Einheiten, mit denen ihr den Offroad-Jump, diesen Schweinereiter-Trick, benutzen könnt. Das sind die Skelette, mit denen ist es ein bisschen schwierig, da komme ich später nochmal drauf zurück. Die normalen Kobolde eignen sich dafür sehr gut, aber auch die Speargoblins. Früher ging das auch noch mit der Valkyrie, mit einem Prinzen, mit einem Riesen, mit allem möglichen ging das früher noch. Das wurde jetzt irgendwie in den letzten zwei Wochen, vielleicht auch erst im letzten Update, rausgenommen. Das hat nicht mehr funktioniert. Ich habe da alles mögliche versucht, habe mich auch im Internet erkundigt, das hat nicht mehr funktioniert. Ich hatte jetzt, ihr seht sie auch unten, ich habe den Prinzen dabei, wollte euch das eigentlich auch zeigen mit dem Prinzen, aber das funktioniert nicht mehr. Also auf jeden Fall die besten Sachen, mit denen man das machen kann, sind die Kobolde und die Speargoblins, also die Speerkobolde. So, ich spiele das Ganze jetzt hier nochmal in Zeitlupe ab, damit ihr das seht. Ich setze den Schweinereiter ein und fast in derselben Sekunde die Kobolde. Da seht ihr es. Beides sehr schnell gesetzt. Die Kobolde schieben den Schweinereiter etwas nach rechts. Er springt über die Brücke, ist deswegen außerhalb der Range der Kanone, lässt sich nicht distracten und ist ganz easy am Tower dran und kann jetzt richtig viel Damage dealen. Der Trick ist einfach so geil. Ich feiere ihn extremst. Vor allen Dingen, wenn man durch diesen Trick dann am Ende gewinnt. Wenn ihr durch so einen Trick das Spiel gewinnt, ey, dann könnt ihr euch richtig feiern. Das könnt ihr mir dann auch gerne schicken, wenn ihr irgendwie in der Verlängerung seid und das Game ist mega knapp und dann haut ihr so einen geilen Offroad-Jump mit dem Schweinereiter raus und dadurch gewinnt ihr das Spiel. Da könnt ihr mir gerne die Aufnahmen schicken. Keine Ahnung wie, lasst es mir einfach zukommen. Am besten über Line. Okay, machen wir weiter im Video. Okay, das nächste wären die Speargoblins. Noch einmal ein Beispiel, ist genau das gleiche. Ich wollte es euch nur nochmal zeigen. Es kann auch von Vorteil sein, das mit den Speargoblins zu machen, weil wenn der Gegner jetzt zum Beispiel irgendwie eine Valkyrie raushaut am Tower, damit der Schweinereiter angegriffen wird, wenn ihr dann die normalen Kobolde einsetzt, dann sind die natürlich alle sofort tot. Wenn ihr die Speargoblins einsetzt, die machen zwar weniger Schaden, aber sind dafür auf einer größeren, haben mehr Abstand zum Turm. So, Schweinereiter überspringt wieder richtig schön Offroad den Fluss über die Brücke und greift den Turm an. Okay, kommen wir zu den Skeletten. Da müsst ihr einen kleinen, Damit müsst ihr etwas beachten, das funktioniert nicht wie genauso wie mit den Kobolden. Ihr müsst die Skelette, ihr seht es jetzt hier, naja, da sind diese Uhren davor, da sieht man nicht so gut. Na, vielleicht, ja, ich habe jetzt die Skelette nicht ganz nach vorne, direkt links neben den Schweinereiter eingesetzt, sondern
ein Feld weiter hinten, also diagonal zum Schweinereiter eingesetzt. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Ihr könnt es gerne versuchen. Platziert die Skelette mal ganz nach vorne und versucht diesen Hawk Rider Offroad Jump hinzukriegen, diesen Trick. Das funktioniert nicht. Ihr müsst die Skelette ein Feld weiter hinten einsetzen. Und dann seht ihr, der Schweinereiter springt und wird wieder mal nicht von der Kanone distracted und kann den Turm angreifen. Ist so ein bisschen ein kleiner Nachteil. Es ist ein bisschen schwieriger mit den Skeletten, dadurch, dass ihr das beachten müsst. Aber ein Vorteil ist, ihr könnt diesen Offroad-Jump mit dem Schweinereiter relativ günstig ausführen. Die Skelette kosten ja nur ein Elixier und das lohnt sich schon. Das lohnt sich schon. Der Schweinereiter nimmt dann halt eine ganz andere Route und wird nicht von der Kanone angegriffen. Mit den Kobolden ist es auch okay, aber es kostet halt dann ein Elixier mehr. Und in manchen Situationen hat man diesen einen Elixier einfach nicht übrig. Hier jetzt nochmal ganz kurz der Beweis. Ich hatte es eben schon angesprochen. Früher ging das Ganze auch noch mit dem Prinzen zum Beispiel. Ich habe das jetzt ungefähr, ich weiß nicht, 10-mal versucht. Immer wieder das Gleiche. Ihr seht auch, der Prinz verschiebt den Schweinereiter leicht nach rechts, als er gesetzt wurde. Aber es bringt nichts. Der Schweinereiter ordnet sich hinter den Prinzen ein und sie greifen beide die Kanone an. Also der Hawk Rider Offroad Jump Trick oder wie ihr ihn auch nennen wollt, funktioniert nur, also es ist mir bekannt, mit den Kobolden Skeletons und den Spear Goblins, denn es sind ja noch seit neuestem die Fire Spirits mit dabei. Die sind ja ähnlich angeordnet wie die Kobolde. Mit denen könnte das auch funktionieren, ich habe aber keine Ahnung. Auf jeden Fall funktioniert es mit den Prinzen und mit der Valkyrie und allem Möglichen nicht mehr. Jetzt habe ich euch erzählt, wie ihr eine erfolgreiche Offensive mit dem Offroad-Jump vom Schweinereiter ausführen könnt. Jetzt erzähle ich euch natürlich auch noch, wie ihr das Ganze verteidigen könnt. Ich habe nämlich ziemlich oft einstecken müssen in den Top 200 der Welt, weil meine Gegner das eingesetzt hatten, diesen Trick. Und ich hatte es gar nicht gecheckt. Ich denke so, wieso greift der Schweinereiter denn nicht die Kanone an? Ich hatte sie extra gesetzt. Er springt vorbei, zerstört meinen Turm. Ich wusste gar nicht, was abgeht. Habe mich da informiert. Jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Also ein ganz einfacher Trick, wie ihr diesen Offroad-Jump vom Schweinereiter verteidigen könnt, setzt erst die Kanone ein, wenn der Schweinereiter gesetzt ist. Ja? Ihr setzt es dann einfach auf die Seite, wo der Schweinereiter rüberspringt, die Kanone, und dann läuft das Ganze. Okay, zum Schluss jetzt nochmal ein typisches Szenario, wo es sich wirklich lohnt, also wir haben hier richtig gegeneinander gespielt, wo es sich richtig lohnt, diesen Schweinereiter-Trick, den Offroad-Jump anzuwenden. Unsere beiden Türme haben nur noch 820 HP circa. Wenn ich jetzt den Schweinereiter ganz normal auf der rechten Seite, wie ihr es jetzt bisher immer gemacht habt, einsetzt, dann hätte der Schweinereiter die Kanone angegriffen. Nach der Kanone hätte er die Elixierpumpe angegriffen. Und nach der Elixierpumpe hätte er den linken Turm angegriffen. Der Riese hätte durchgepusht und ich hätte das Spiel verloren. So wäre es üblich gewesen. Aber da ich ja den Trick beherrsche, setze ich den Schweinereiter ein, die Kobolde dazu, mache den Offroad-Jump, der Schweinereiter greift nicht die Kanone ein. Und bevor der Riese am Turm ankommt, ist das Spiel schon zu Ende und ich habe gewonnen. Das wäre so ein typisches Szenario. Ein richtig geiler Trick. Ich denke mal, dass viele von euch den noch nicht kannten. Ich würde mich richtig darüber freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, ob ihr den Trick schon kanntet, ob ihr ihn anwendet oder ob ihr ihn einfach noch nicht kanntet. Und wenn ihr ihn dann jetzt beherrscht, übt das ein paar Mal, dann beherrscht er ihn, dann schreibt auch mal, ob er euch was gebracht hat. Viele sind ja zum Beispiel in den Top, keine Ahnung, in den Top 50 der Welt und die kennen den Trick gar nicht. Die spielen mit Schweinereiter und benutzen diesen Trick gar nicht. Ja, schreibt das einfach mal in die Kommentare. Gut, dann sind wir jetzt auch am Ende angelangt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ansonsten könnt ihr mich auch abonnieren und immer auf neuesten Stand zu bleiben. Ich streame immer montags und mittwochs ab 18 Uhr und zwischendurch streame ich noch spontan. Die spontanen Streams kündige ich auf YouTube und noch früher kündige ich sie auf Twitter an. Also folgt mir da, um nichts zu verpassen. Alles klar, Leute. Haut rein.